Floristan ist natürlich in dem Stück gefangen, weil er, denke ich, politisch irgendwie involviert war und da eben auch Missstände aufgedeckt hat. Deshalb ist er inhaftiert oder vielmehr beiseite geschafft worden in einem Kerker und ist eben standhaft geblieben und bei seiner Haltung geblieben. Insofern ist es ein Mensch, der eine Haltung hat und auch bewahrt hat und deshalb eben in Gefangenschaft gerät, eben vollkommen zu Unrecht. Ich finde es schon wichtig, auch irgendwie Rückgrat zu haben und auch eine Haltung zu haben und eine Meinung zu haben zu bestimmten Dingen. Und insofern liegt mir das natürlich nicht, liegt mir das nicht fern. Ja, das hat natürlich stimmlich vollkommen unterschiedliche Anforderungen. Der Floristan oder Fidelio ist sehr instrumental geschrieben und muss, glaube ich, für meine Begriffe auch so gesungen werden. Also sehr genau, sehr pünktlich und so weiter. Da hat man im Lohengrin sehr viel mehr Platz, will ich das mal nennen, zur Gestaltung und zur Variation. Und dann hat auch für mich musikalisch die Musik Wagners einfach auch mehr Tiefe und mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist bestimmt ein Hauptunterschied. Dann ist die Partie natürlich viel, viel länger, der Lohengrin. Und obwohl es von der Figur her ja ähnliche Ansatzpunkte hat irgendwie, der Lohengrin ist eben auch ein sehr ehrlicher Typ, ein Typ, der geradlinig ist, der auch eine Haltung hat gegenüber anderen Leuten und anderen Dingen. Und insofern liegt das vielleicht gar nicht so weit voneinander weg. Ja, das ist immer eine sehr intensive Arbeit, ne? Und er verlangt einfach sehr viel und hat sich sehr genau überlegt, was er haben möchte. Und das finde ich angenehm in einer Probenarbeit, dass man was bekommt, woran man sich wirklich auch halten kann. Und das hat eine sehr starke Körperlichkeit auch. Und das sind so Dinge, die ich ganz gerne mag.